Heute nehme ich euch wieder mit auf die Reise, was meinen kleinen Bahnübergang angeht. Es wird wieder sicherlich sehr, sehr interessant, weil ich das meiste selber baue. Und ja, ich kümmere mich um die Beleuchtung, ich kümmere mich um die Bemalung, ich kümmere mich um einen Parkplatz, den ich anfange zu bauen, der dahinter kommt. Und zum Schluss werde ich noch ein paar Zäunchen selber bauen, die dann da drumherum gebaut werden sollen. Und damit würde ich sagen, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Train Dreams. Und wir legen gleich los. Ach, ich bin der Uli, hätte ich fast vergessen. Und wir legen gleich los. Und im Hintergrund sehen wir schon, da wo ich letzte Woche aufgehört habe, mit dem Bau des Bahnübergangs machen wir heute mal weiter. Und zwar hatte ich ja in der letzten Woche die Bohlen, die ich mit dem Lasercutter hergestellt habe, hatte ich da schon verlegt. Und jetzt kümmere ich mich sozusagen um den Sandweg. Es wird ein Sandweg, der drumherum führt, ein Feldweg. Das war ich der Meinung, passt irgendwo am besten zu dem hölzernen, unbeschrankten Bahnübergang. Ne? Und jetzt ziehe ich hier mit dem LKW, ziehe ich Spuren im Sand. Ja, das heißt, da sollen eben die Stellen sein, wo man am meisten fährt, beziehungsweise es könnte ja auch mal geregnet haben, da haben Pfützen gestanden, da haben sich dann Spuren gesammelt und jetzt sehen wir schon, da ich das vorher gezogen habe, kann man das wunderbar mit schwarzer Wash jetzt sozusagen einfügen an diese Vertiefungen und vorne, wo ich ein bisschen zu viel Weißleim, Wasser gemischt, ihr seht schon, das trocknet relativ gut weg. Am Rand kommt jetzt noch Grün, das ist so ein Olivgrün ist das, glaube ich, auch als Wash. Das läuft auch noch mit so rein. Vielleicht kennst du ein oder andere. Also ich habe es schon gesehen. Wir sehen ja jetzt hier schon, wie dunkel das Ganze geworden ist. Dass eben auch so die Ränder, wenn so die Feldwege, dass die eben so ein bisschen mitunter grün und moosig geworden sind. Kommt halt darauf an, wo man ist, wie feucht es war und. Gibt es halt viele Variationen irgendwo. Ist aber auch egal, mir gefällt's. Und ihr seht, ich habe das schön versifft, ich habe das schön dreckig gemacht, ich habe das Ganze jetzt hier eben ja, ein bisschen alt aussehen lassen sozusagen. Auf dem Vorschaubild, auf dem Thumbnail vom letzten Video hat man es ja schon gesehen, da hatte ich ja ein Bild gemacht, wo schon die Andreaskreuze mit drauf waren. Das ist natürlich alles ein kleines bisschen Absicht, denn es war... Ich hätte es in der letzten Woche schon zeigen können, aber da wäre das Video zu lang geworden. Und jetzt sehen wir auch hier den Bau von dem Andreaskreuz, von dem ersten. Das heißt, das sind ja die kleinen Teile, die ich mit dem Lasercutter ausgeschnitten hatte. Und die hatte ich da weiß bemalt und die Ränder rot, wie sie das gehört. Und tauche jetzt die kompletten Signale in braune Wash ein. Ja, ich kann das nicht schneeweiß dahinstellen. Den Feldweg, den mache ich dreckig, den versiff ich. Und dann stelle ich schneeweiße Andreaskreuze daneben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert schon, aber das sieht blöd aus. Um das mal so auszudrücken. Und deswegen ab in die braune Wurst damit eingetunkt. Das Ganze habe ich 2-3 Mal gemacht, habe es immer zwischendurch ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt sehen die, schaut euch an, die Andreaskreuze eben nicht brandneu aus, sondern sie sehen eben relativ alt aus. Das Ganze hatte ich ja mit dem Draht gemacht, den ich ja da mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber gezwirbelt habe. Und jetzt habe ich sozusagen einen Draht als Stange drunter. Das kann ich immer noch so ein kleines bisschen biegen. Finde ich fantastisch. Ja? Oder wenn man mal drankommt mit der Hand beim Bauen und dann futsch, dann hat man es umgerissen. Nein, es verbiegt nur und ich biege es wieder gerade und die Sache ist erledigt. Neben den Andreaskreuzen, ich hatte es schon angekündigt, kommen jetzt Laternen. Da der Untergrund hier relativ tief ist, das ist also 15 cm locker, weil das sind 2 Schichten von Latten drunter mit einem Hohlraum zwar. Der Hohlraum hat mir ein bisschen das Leben schwer gemacht, deswegen habe ich jetzt oberhalb auf der linken Seite, sieht man das, da wo ich drunter greife, habe ich jetzt das Modul abgenommen. Damit ich das dann durchziehen könnte, hätte es dann doch ein kurzer Bohrer gereicht, aber was soll's, ist ja egal. Und wie gesagt, da fehlt jetzt das Modul, da kann man jetzt bis zum Grund der Anlage runter gucken. Ist nicht sehr tief, das sind vielleicht 20, 30 cm, wenn es hochkommt. Da ist all das, wo ich die ganzen Weichenansteuerung drunter habe. Die Gestänge verlaufen da und so weiter und so fort. Damit man mal so ein bisschen Vorstellung hat. Habe ich zwar alles schon mal gezeigt vor Monaten, aber es sind ja auch viele, viele neue dabei, die das nicht kennen. Da werde ich sowieso irgendwann noch mal drauf eingehen, um das zu zeigen. Aber das machen wir im Herbst. Da machen wir jetzt im Sommer, machen wir bloß diese kleinen Leitvideos. Da zeige ich halt, wie ich was bastle und das halt relativ genau. Und ich hoffe, das ist interessant für euch und würde mich freuen, wenn ihr natürlich weiter am Ball bleibt.
Aber gut, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich freue mich halt. Hier sehen wir es schon. Das Licht ist angeschlossen. Ihr habt gesehen, ich habe eben die Widerstände ran gemacht. Hier habe ich jetzt die komplette Bahnbeleuchtung ausgemacht. Ich wähle auch hier ein relativ dunkles Licht. Ich hatte es ja auch im letzten Video gesagt, ich will keinen Weihnachtsbaum als Modellbahnanlage haben, sondern es soll alles ein bisschen realistisch sein. Deshalb viele Lampen ein bisschen dunkler. Die Lampen sind hier übrigens noch nicht verklebt. Die sind da noch locker. Die möchte ich natürlich noch einstellen können und die neige oder drehe ich in die Richtung der Fahrbahn des Sandweges. Das wird natürlich in den nächsten Tagen alles ringsherum gestaltet werden hier. Da kommen Bäume, das wird wie so ein kleiner, naja, so Waldbahnübergang werden. Kann man sich immer schlecht vorstellen, wenn das noch fehlt alles irgendwo. Aber um das zu machen, muss ich eben dahinter ein bisschen weiterbauen. Da sollte, und ich muss es jetzt mal so ausdrücken, da sollte eigentlich das Sägewerk hin, was ich auf meinem Bastelkanal Model Creation baue. Aber das kommt woanders hin. Es wird definitiv verbaut, aber es kommt woanders hin. Hier unten kommt es nicht hin. Das würde platztechnisch nicht so schön aussehen und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und es soll ja nicht alles gedrungen und zu eng und zu überfüllt wirken, sondern es soll ruhig ein bisschen angenehm wirken. Auch wenn die Anlage an dieser Stelle gerade mal 50 cm tief ist, kann man sich doch ein bisschen, naja, so austoben, dass das eben vernünftig aussieht. Die Gleise, die hier dreckig sind, das wird übrigens alles noch gereinigt. Stand jetzt erstmal nicht auf meiner Agenda, weil das erstmal für mich gar nicht wichtig war. Aber wir sehen es schon mit dem kleinen LKW. Passt das gut. Jetzt sehen wir, wie ich das alles wieder zusammenbaue. Auch das hatte ich schon alles mal gezeigt, wo ich das gebaut habe. Aber jetzt kann man sich ein bisschen besser vorstellen, wenn ich immer sage, Modultechnik wird da eingebaut oder Module sind das. Ihr seht, das passt da wirklich perfekt rein. Auf der linken Seite zu den Steinen, da ließ es sich nicht enger bauen. Da wird ein bisschen mit Büschen kaschiert oder sowas. Ansonsten sitzt das Modul wirklich perfekt. Kann man nicht anders sagen. Jetzt setze ich die, oder habe die kleinen Teile eingesetzt. Jetzt kommt die felsige Rückwand da hinten rein. Dann kann ich links die Nase so ein bisschen runterdrücken. Passt perfekt. Von hinten wird es mit Neodym-Magneten gehalten. Und links der Deckel, der passt da auch perfekt rein. Wer nicht weiß, dass das abnehmbar ist, bin ich der Meinung, sieht man das gar nicht, oder? Und unten wird die Anlage jetzt auch zugemacht. Das heißt, da sind Hölzer davor oder Platten, die auch mit Neodym-Magneten gehalten werden. Und ja, so ist das Ganze wieder verschlossen. Und hier vorne kommt, und natürlich das abnehmbare Tunnelportal nicht zu vergessen. Ja, ja, das ist wichtig, wenn man da mal reingreifen muss, ne? Finde ich, das muss man ja alles auseinanderbauen sonst. Nö, also abnehmbares Tunnelportal, das wird so reingeschoben, passt irgendwo. Und wie ich da anfange, mir Gedanken zu machen, was das Sägewerk angeht. Ihr müsst euch vorstellen, das hätte hier gesessen, das Sägewerk. Das wäre zu eng gewesen. Das sieht nicht aus. Also kommt da ein Waldparkplatz hin, weil der Bereich hier vorne des Moduls, was ich hier eben rausgenommen habe, das wird Wald werden. Da kommt ein kleiner Wanderweg in die Mitte, da kommt vielleicht so eine kleine, wir nennen es immer Futterraufe, meine Frau und ich, diese überdachten Picknickbänke oder sowas, ne? Und da wir das sehr, sehr oft machen, wenn wir mit dem Fahrrad durch den Wald unterwegs sind, passt das ja gut. Ist das alles wunderschön. Und jetzt kommt natürlich, habe ich erstmal abgesteckt mit Autos, dass ich sagen kann, okay, hier sollen 3-4 Autos nebeneinander hinpassen. Und das kann ich nicht einfach anfangen, so frei Schnauze dahin zu bauen. Deswegen habe ich die Autos da schon so in der Schlange, wie sie reinfahren würden. Und auch entsprechend auf dem Waldparkplatz hingestellt, sodass es irgendwo passt. Der Sand ist der gleiche, das ist Quarzsand. Den habe ich in verschiedenen Farben da, den habe ich rötlich, bräunlich, gelblich und ich habe mich hier für den gelben Sand entschieden, da ich den ja sowieso noch nachfärbe direkt auf der Anlage. Und ja, habe auch nicht allzu viel Sand aufgetragen, relativ viel Weißleim drunter gemacht. Und zwar habe ich deswegen relativ viel Weißleim drunter gemacht, da ich ja jetzt im Anschluss gleich anfange mit den LKW wieder Spuren zu ziehen. Und da ist ein leicht antrocknender Weißleim natürlich super, weil da drücke ich ja wie in Art Lehm oder Matsch, drücke ich dann die Spur sozusagen rein. Auch wenn die jetzt hier ein bisschen tief erscheint, ist die nachher eher weniger tief. Man sieht es kaum noch, ist mir aufgefallen. Und ist aber auch nicht weiter schlimm, weil das sind ja wieder mal diese vielen kleinen Details, die man irgendwo machen kann oder reinbaut, damit das Ganze entsprechend hübsch wirkt. Und jetzt sehen wir die Wash wieder. Jetzt muss ich natürlich versuchen, jetzt sind hier fast 24 Stunden vergangen. Deswegen, wenn ich immer so ein Video mache und sage, Mensch, letzte Woche, ja, so viel schafft man dann.
nicht. Man hat ja auch noch ein Leben nebenher. Mensch, Uli, das war ja ein schwerer Satz mal wieder. Ja, jetzt kommt braune Wurst drauf, die sozusagen erstmal den weißen oder den gelben Sand ein bisschen bräunlich macht. Wenn das hier auch ein bisschen heftig gerade aussieht, weil du denkst, ah, das sieht ja aus wie verrostet. Nein, eine Wurst, die trocknet, hält unglaublich nach zum Schluss. Deswegen kann ich auch im ruhigen Gewissen jetzt das Grün auftragen und im Anschluss auch das Schwarz auftragen, extra noch. Und ihr seht schon, das Grün an manchen Stellen ist richtig dolle Grün. Aber passt schon, wie gesagt, wenn das trocknet. Das ist immer so ein bisschen beim Modellbau, dass man so mit, wie sage ich jetzt mal, mit Erfahrungswerten vielleicht ein bisschen arbeiten. Wenn man schon viel mit so einer Wurst gearbeitet hat, dass man entsprechend dann weiß ungefähr, wie viel kann man da auftragen, von was passiert da zum Schluss und wie kann man das Ganze hübsch irgendwo gestalten. Um den Parkplatz drumherum sollen Zäune gebaut werden. Zäune, die ich nicht kaufe, das wisst ihr, ich baue uns alles selber. Ich habe einen 3D-Drucker, zwei verschiedene Sorten sogar, und werde es hier mit dem Filamentdrucker machen. Habe hier mir einen Zaun erstellt, beziehungsweise zwei Zäune erstellt, einmal mit drei Querlatten, einmal mit zwei. Hatte mich dann aber doch für den mit den zwei Latten entschieden. Das sieht nicht ganz so heftig aus. Der mit den dreien, weiß ich nicht, vielleicht mehr so Gartenzaun oder für, ach, was weiß ich. Jedenfalls habe ich jetzt den mit den zwei gemacht. Den stelle ich jetzt noch in der Höhe noch ein, im Format noch ein, so dass ich den richtigen Maßstab habe. Ja, das ist also, wenn man das erstellt, ich habe es gemacht, aber ich habe dann nochmal nachgemessen. Ich habe gesagt, okay, da soll nicht höher als 6 mm werden, weil meine Preiserlines 9 mm sind. Da kann ich keinen 9 mm Zaun hinstellen. Das sieht ein bisschen doof aus. Hätte noch etwas kleiner sein können, ich sag mal 5 mm, aber das sieht nicht mehr schön aus. Wenn man das dann druckt, wenn ich jetzt hier so viel drucke, übrigens, wenn man das sieht, ich drucke da, weiß ich gar nicht, 12 oder 15 Zäune, glaube ich, auf einmal. So viel brauche ich nicht, aber man kann ja sich ein bisschen auf Vorrat drucken, beziehungsweise habe ich gedacht, wenn mal einer nichts wird, sind aber alle was geworden, passt das schon irgendwo. Was wir gerade gesehen haben, waren 30-fach beschleunigt. Und hier sehen wir das schon, das Druckergebnis dieser Zäune, die ich natürlich bemalen werde, ist klar, die bleiben ja nicht schwarz. Und wir sehen schon, das sind recht hübsche Zäune. Das ist, wenn man sich die Größe anguckt, das ist ein einfacher kleiner Zaun mit zwei Querlatten. Das sieht hübsch aus, das ist vom Maßstab alles passend. Und ich denke mal, für einen Parkplatz, wo dann auch noch Laternchen drum kommen, da kommen wir in der nächsten Folge zu. Ich bin wieder schon ein bisschen weiter hier, aber das Video wäre eindeutig so lang geworden, wenn ich das auch noch gemacht hätte. Ich hoffe, das passt, dass ich hier so drei Folgen vom Bau eines Bahnübergangs, beziehungsweise jetzt sind wir ja beim Parkplatz angekommen, euch zeige. Aber so ist nun mal der Ablauf. Und ich habe gesagt, jede Woche 16 Uhr bin ich für euch da. Und ich muss euch ja, ich will euch ja auch was zeigen. Und das mache ich hiermit. Und ja, mit diesen Bildern bin ich jetzt soweit zufrieden, dass das nett aussieht. Ihr seht noch mal ein bisschen rangezoomt. Jetzt mache ich, glaube ich, noch ein bisschen, ja, noch mal scharf stellen. Genau so. Und ja, hübsche kleine Zäune, die werden natürlich noch die kleinen Fädchen, das wird alles noch entfernt. Das wird alles noch ein bisschen aufbereitet. Mit einem kleinen Cutter werde ich das machen. Da sehen wir übrigens eine Variante mit den drei. Das wäre mir zu viel gewesen. Das hätte mir nicht so gefallen. Gut, dann würde ich sagen, für diese Woche war es das wieder. Wir sehen uns vielleicht am Mittwoch beim dritten Teil meines Umbaus des Sägewerks. Und wir sehen uns am nächsten Freitag, 16 Uhr hier wieder. Ich würde sagen, bis dahin, macht schön gut. Tschüss, euer Uli. Ciao.